das ist zurzeit der beste Money Glitch, den es gibt. Und das krasse Leute, er ist back to back. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like für das Video da zu lassen. Und Leute, wenn ihr GTA mögt, lasst ein Follow da. Also ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Money Glitch? Für diesen Money Glitch braucht ihr erstmal einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Ganz wichtig. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Basis inklusive Avenger. Und ihr braucht für diesen Glitch auch eine Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstatt sollte das Fahrzeug drin stehen, was euch duplizieren wollt. Mein Tipp, Leute, nehmt hier den Easy in der Zukunftsschock-Variante. Der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten, da es hier um einen Duplikationsglitch handelt. Davon abgesehen braucht in irgendeiner Garage ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Am besten kostenlosen Elegy. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein Motorrad, weil ihr hier MC President sein müsst und später anfordern müsst. Aber keine Sorge, Leute, das Motorrad werdet ihr nicht verlieren. Und zu guter Letzt, klar, braucht ihr für diesen Glitch einen Freund. Aber habt ihr das Ganze sehr gut, dann können wir mit Glitch anfangen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in einer Freundessitzung und fahrt zur Basis. Seid ihr in der Basis angekommen, dann ladet ihr euren Freund übers Interaktionsmenü ein. Ist euer Freund da, dann steigt ins Fahrzeug ein. Euer Freund steigt jetzt auch mit ins Fahrzeug rein. Denn ihr drückt jetzt hier die linke Pfeiltaste, um in die Venture reinzukommen. Seid ihr in der Venture drinnen, dann verlasst ihr jetzt das Fahrzeug. Denn ihr öffnet jetzt das Handy, geht auf Kontakte und ruft jetzt Agent 14 an. Habt ihr Agent 14 angerufen, seid ihr in diesem Menü drinne. Jetzt steigt in euer Fahrzeug wieder ein, euer Freund natürlich auch. Hier ist ein kleiner Timing-Part, ist aber nicht schwer. Denn ihr fordert jetzt hier die Mission an und drückt sofort die rechte Pfeiltaste ein paar Mal. So dass ihr so gesehen das bestätigt, dass ihr die Mission haben wollt, aber direkt auch wieder ins Tuning-Menü kommt. Habt ihr das Ganze geschafft, dann müsst ihr die ganze Zeit Gas geben und bremsen. Gas geben, bremsen, Gas geben, bremsen. So dass euer Motor die ganze Zeit aufrollt. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt einen Blackscreen bekommen. Woran merkt ihr, dass ihr ein Blackscreen seid? Naja, eine weiße Ladestrecke, aber steht jetzt nicht Ladevorgang dran. Euer Freund, by the way, hat das Gleiche. Gut, seid ihr in diesem endlosen Ladescreen drinne, dann müssen wir uns unserem Bot nachjoinen. In meinem Fall, weil ich PS5 bin, benutze ich jetzt hier Anabag 1P5. By the way, Leute, eure Botnamen in den Kommentaren, also checkt's mal ab. Gut, habt ihr euren Bot gefunden, dann treten wir jetzt einfach bei. Das bedeutet, wir gehen jetzt aufs Profil, beitreten und nein, ihr müsst hier nicht mit dem befreundet sein und bestätigen in GTA einfach jede Meldung mit X. Wenn alles funktioniert hat, Leute, solltet ihr jetzt draußen spawnen, aber unter der Map. Total komisch. Und ihr kriegt jetzt hier auch einen Anruf, den könnt ihr auch gerne annehmen und dann einfach wieder auflegen. Und kurze Zeit später werdet ihr sterben. Ihr spawnt halt wieder an der Oberfläche, aber euer Freund hat immer noch einen Blackscreen, aber sitzt noch in eurem Auto. Denn eurem Freund müsst ihr jetzt einfach mal kurz töten. Als nächstes, Leute, müssen wir jetzt hier in den Creator gehen. Falls ihr einen Creator nicht habt, dann müsst ihr einfach in Story-Modus gehen, damit wir aus dieser Mission rauskommen von Agent 14. Gut, sind wir in Story-Modus oder in meinem Fall hier Creator, dann treten wir unserem Freund einfach wieder bei. Ihr könnt einfach übers Profil beitreten, da wir ja eine Freundsitzung waren, aber euer Freund kann euch natürlich auch einladen. Seid ihr wieder in der Sitzung angekommen, dann müsst ihr mit eurem Freund jetzt zur Arena. Wichtig, euer Freund darf hier selber kein Auto fahren, weil sonst ist der Modus kaputt. Das bedeutet, ihr holt ihn jetzt einfach ab mit einem persönlichen Fahrzeug. Gut, habt ihn jetzt abgeholt und seid jetzt bei der Arena-Werkstatt, dann parkt ihr gegenüber und steigt aus. Ihr werdet merken, dass euer Freund gar nicht auf dem Fahrersitz rutscht. Und daran erkennt ihr, dass euer Freund in diesem gewissen Modus drin ist. Das ist sehr gut, Leute, wirklich. Denn wir entfernen uns jetzt einfach vom Fahrzeug und registrieren uns jetzt hier als MC-President. Warum müssen wir uns vom Fahrzeug entfernen? Wenn wir zu nah dran seid und in dem MC-President-Menü drin seid, dann steht Fahrzeug wieder einlagern. Aber wir müssen ja ein Motorrad anfordern. Das bedeutet, wir gehen ein bisschen weiter weg, bis wir tatsächlich irgendein Motorrad anfordern können. Aber wie gesagt, ihr verliert das Motorrad nicht, deswegen keine Sorge. Habt das Motorrad angefordert, werdet ihr merken, dass euer Freund nicht rausgekickt wird. Ihr kriegt zwar eine Meldung, das Fahrzeug wurde eingelagert, aber naja, es passiert halt eben nichts. Und das ist wiederum auch sehr gut. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach in die Arena-Werkstatt reingehen, nämlich zum Fahrzeug, was sie hier duplizieren wollen. Wie gesagt, mein Tipp, Leute, nehmt ihr auf jeden Fall easy in der Zugeschock-Variante. Bringt bei Duplikationsglitch einfach am meisten und das ist Fakt, Leute. Habt ihr das Fahrzeug, dann steigen wir jetzt ein und drücken hier die rechte Pfeiltaste für die Tuning-Werkstatt. Denn wir müssen jetzt irgendwas umtunen. In meinem Fall mache ich hier die Bremsen auch wieder zurück. Es ist völlig egal, Hauptsache irgendwann mal was geändert. Habt ihr irgendwas geändert, dann verlassen wir jetzt die Arena mit dem Fahrzeug. Sind wir draußen gespawnt, dann rufen wir jetzt den Mechaniker an und fordern einen kostenlosen Elegy an. Dieses Fahrzeug werdet ihr durch diesen Glitch verlieren, also deswegen aufpassen. Woran merkt ihr jetzt, dass euer Fahrzeug jetzt gleich dupliziert ist? Naja, sobald ihr beim Mechaniker euren kostenlosen Elegy bestellt habt, zählt ihr jetzt bis 10.
Und nach 10 Sekunden sagt eurem Freund, ey, bitte steig mal aus. Euer Freund steigt aus. Nils, achtet aufs Nummernschild. Denn das Nummernschild, was vorher NHW war, wurde zum Kennzeichen von Energy. Und das ist auch der Grund, warum ihr auch kein persönliches Kennzeichen braucht und ihr jedes Mal saubere Duplikationen bekommt. Denn das Kennzeichen hat sich geändert und zack, wir haben ein Duplikat. Aber das Duplikat ist natürlich noch gar nicht abgespeichert. Wie könnt ihr das Ganze jetzt hier abspeichern? Naja, ihr geht ins Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale und anfordern. Denn wir fahren jetzt einfach mit dem Fahrzeug hinten ins MOC rein. Sind wir drinnen gespawnt, boom, zack, Fahrzeug abgespeichert. Und das Schöne an diesem Glitch ist, Leute, euer Freund ist immer noch verglitscht. Das bedeutet, es ist ein Back-to-Back-Money-Glitch. Das bedeutet wiederum, ihr holt jetzt einfach irgendein persönliches Fahrzeug raus, stellt es eurem Freund hin, euer Freund steigt ein. Ihr werdet immer noch merken, dass euer Freund trotzdem nur auf dem Beifahrersitz sitzt und könnt einfach weitermachen mit dem Glitch wie gehabt. Das bedeutet, als nächstes fordert ihr jetzt einfach über MC President ein Motorrad an und so weiter und so fort. Aber die wichtige Frage hier eigentlich, was habe ich durch dieses Duplikat jetzt eigentlich verdient? Naja, mein Duplikat, also der Easy in der Zukunftsschock-Variante, bringt beim Duplizieren $1,5 Millionen bei ungefähr 10 Minuten Aufwand. Und wie gesagt, ist ein Back-to-Back-Glitch. Ihr müsst nicht mal verglitschen. Das bedeutet, es würde sogar noch schneller gehen, wenn ihr mehrere Duplikate macht. Aber Leute, achtet beim Verkaufen auf jeden Fall aufs Verkaufslimit. Aber Leute, falls ihr Fragen habt, stellt es gerne in die Kommentare. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao!